Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Plays. Leute, heute testen wir die absolut beste Waffe im Spiel und ihr werdet jetzt denken, ist es die Titan, ist es die Akimbo Sau? Nein, Freunde, es ist diese Pistole hier. Ich habe es schon mal ein bisschen angedeutet, aber wir testen das heute nicht allein, sondern wir haben noch ganz krasse Verstärkung dabei und zwar den Snake. Ich hab Messi gezogen. Oh yeah. Okay, nice. So, Snake ist mit am Start, Freunde. Welche Pistole ist denn das überhaupt? Es ist die Strife, okay? Es ist direkt die erste Pistole, die Strife. Ich habe jetzt nur einen Aufsatz, aber der bringt mir eigentlich auch nicht viel. Ich habe jetzt Full Metal Jacket drauf. Ich hoffe, wir leveln das während des Videos noch ein bisschen. Und ich packe mir jetzt ein ganz ekliges Plug noch ein, und zwar Tracker. Ja, moin, Leute. Ich habe nur diese Unfriede. Also ich habe nicht diese bessere Version davon. Hey, ich habe nur einfach diese scheiß Pistole, Digga. Ich weiß nicht, die heißt locker bei mir auch Unfriede, aber ich habe die englische Version. Ach so, ja, okay. Also die erste Pistole einfach. Unfriede. Ich habe nicht mal Aufsätze dafür. Sollte kein Brauchst du nicht, glaub mir. Die Waffe ist absolut geisteskrank. So, Freunde. Und wir machen das jetzt folgendermaßen. Wir spielen jetzt einfach ein paar Runden damit und dann werden wir am Ende mal sagen, was unsere Meinung zu dieser Waffe ist. Ich habe sie nämlich, wie gesagt, auch noch nicht so viel gespielt, nur so ein paar Kills und da kam es mir schon spanisch vor, um es mal so zu sagen. Welches Prestige bist du eigentlich? Drittes jetzt. Ah, drittes und viertes sehen sich ja voll ähnlich. Okay, dann, ja, würde ich sagen, such mal eine Runde TDM. Vamos. Weißt du, was dir spanisch vorgekommen ist? Sehr gut. So, die Kicks werden erstmal hier richtig rasiert, Digga. Ich mach Hacienda, Digga, ich mag die Map. Ja, ich habe auch Hacienda bestimmt. Whisky rum. Du trinkst Whisky rum? Ich mach mit deiner Freundin auf Whisky rum. Ah. Ah. Na, die Lobby ist, glaube ich, nicht so gut. Aber ist egal, Digga. Mit UX zerstöre ich am liebsten. Wir gehen rein, gewinnen und der Bessere wird gewinnen. Du stehst ja mit der falschen Waffe in der Hand, Digga. Du hast die Titan in der Hand. Oh, das tut mir leid, Digga. Das ist nicht ganz korrekt. Man steht nämlich ohne Waffe da. Macht so Kung-Fu-Moves, Digga. Okay, Leute, ihr werdet jetzt lachen und sagen, hä? Aber passt mal auf, Freunde. Natürlich wird die Waffe jetzt nicht so krass sein, dass wir damit jetzt die krassen Games machen. Aber diese Waffe killt so schnell, dass es halt absolut abnormal. Ah, der Heli zieht erstmal durch. Boah, jetzt auch noch. Boah, geil, Digga. Ich freue mich so auf so eine richtig schöne Tryharder-Runde mit der Pistole. Ja, ich habe mich auch nur eine Runde warm gespielt. I don't freaking know what's happening now. Ich hoffe, dass jetzt keiner an den Balkon geht da oben. Boah, ich habe einen schon richtig weggemacht, Digga. Du wirst einfach merken, Digga, wie gut die Waffe ist. Ohne Scheiß. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass ich einigermaßen reinkomme. Weil ich habe absolut noch keinen. Doch da. Oh, belastend, Alter. Aber die ist ja auch auf Midrange übelst gut an sich. Das Ding ist, wir haben ja noch nicht mal Aufsätze dafür. Ich glaube, dann wird es nochmal ein anderes Level erreichen. Ihr seht schon, Leute, der Typ hat, glaube ich, eine MP gehabt. Hat die Waffe gar nicht gejuckt, Digga. Macht den einfach weg, als ob es ein scheiß Insekt wäre, Mann. So, jetzt kommt einer mit der Schwertfisch. Der springt weiter als... Nein, Munition! Okay, das ist ein kleiner Nachteil. Die Munition ist noch ein bisschen leer. Ein bisschen wenig Munition einfach am Start. Oh nein! Wow, Digga, das hat der gut gemacht. Ich gehe ihn holen, ne? Okay, also ihr seht schon, Leute, auf diese Ranges gegen eine ICR mit 4 Griffen ist es natürlich etwas schwieriger. Ist natürlich klar. Nein! Mann! Ey, Mann, Alter. Scheiße. Aber die Waffe ist echt schon stark, Digga. Also wenn du triggern kannst... Ja, Digga, das Ding ist halt, sie macht auch so... Diese Hits machen so... Oh mein Gott, machen absolut Sinn, so die connecten irgendwie alle beide, das finde ich so krass, Digga, alles connected irgendwie. Das ist ja sonst immer das Problem bei Waffen. Und Leute, ich werde auf jeden Fall jetzt demnächst noch ein paar Waffen testen, aber jetzt auf diese Waffe hatte ich einfach besonders Lust. Ah, da wurde mir der Kill gespielt. Komm schon, Marcel, nein! Hacienda, Digga, Hacienda. Da wollten wir hin, Digga, haben wir voll vergessen. Das Restaurant heißt ja auch Hacienda. Ja, ich weiß warum, weil du bezahlen wolltest. Das ist was vergessen, Digga. Du hältst deine Schnauze, du Pisser, ich habe deinen Friseur bezahlt, Alter. Ja, Digga, nein, bitte nicht. Erst Zero Shot, bitte. Ah! Ja. Hui. Yeah. Schönen Try hat zerstört mit der Pistole, Digga. Geilo. Jetzt headglitchen wir hier mal ein bisschen. Als ob. Er hat so Angst, Digga, vor der Pistole, Leute. Oh. Okay, Level 5 haben wir erreicht. Ja. Oh mein Gott, was ist das für ein Hit, Digga, den ich ihm gegeben hab? Dafür erstmal den Win der Woche, Digga. Geilo, schön rein bei dem Tryhard. Oh mein Gott, Digga, let's go. Er wurde absolut gemacht, Alter. Boah, Digga, der wurde gemacht. Oh! Die Hits, die sind so scheiße. Oh mein Gott, Digga. Also echte Hits wären, Digga. Okay. Real-Life-Waffe abdrücken. Sehr gut, ich glaube, das sollte man sagen, Digga. Ich glaube, das ist gut. Da kriegt man auch richtig Lust, mal in so eine Grundschule zu gehen, oder? Eine echte Waffe. Ja, normal, Digga. Auch die Vibration im R1-Knopf, Digga. Das ist quasi wie ein Simulator, Digga. 18, 6, 3 AKD mit dieser Waffe, Leute. Das ist so krank. Ja. Oh, geiles Timing, Digga. Timing sowie asiatische Vornamen, kein Freestyle. Hallo? Oh, der hat mich gesehen.
Aber keine Chance gegen die Pistole. Ey, das ist doch geisteskrank, Mann. Wenn man die jetzt noch mit mir aufsetzen hätte, ne? Ja, Mann. Also erste Runde haben wir mal easy dominiert. Ich 20-10, du 19-7 sogar. Ach du Scheiße, Mann. Die Arme. Ja, Mann. Guck jetzt mal nach. Habe ich es geändert? Ne, ich habe es natürlich vergessen. Sehr gut. Nice. Okay, Leute. Also immer noch ohne Long Barrel. Aber wir machen auf jeden Fall dann noch eine Runde mit. Hier kann man jetzt bestimmt einen guten Sniper challengen. Oh mein Gott, Digga, er war so schlecht, er hat so gechoked. So, jetzt schnell hier durchrushen. Hochspringen und zack. Und dann kommt der nächste und. Na, du bist one shot. One shot. Aber er hat sich jetzt die Spritze gegeben. Null, meine Waffe ist jetzt schon wieder leer, Digga. Schnell, bitte. Ja. Zack, das ist eh die beste Erfindung, Leute. Man braucht keinen Plünderer. Ja, Mann, das ist echt geil, Digga. Wir müssen hier außen rum, weil ich glaube, die kommen jetzt alle von hier. Und das Ding ist aber, wenn mich jetzt einer challenge, habe ich keine Chance. Ah, drei Leute auf der linken Seite, okay. Ihr seht schon, Leute, da ist die Pistole natürlich etwas schwächer. Aber ansonsten, im Nahkampf, 1v1, wenn man natürlich ein bisschen was kann damit, ich meine, das ist natürlich wichtig, kann man die Leute schon wie hier einfach rausnehmen. Der Typ hat absolut geschwitzt mit seiner Waffe und ich fühle eine Pistole, Digga. Ich hasse diese neue Heatwave, Digga. Ja, die ist halt wirklich lächerlich. Die hat man ja auch alle zwei Sekunden. Ja. Und man brennt eine halbe Stunde ungefähr. Ja, ist auch so. Man kann sich absolut nicht heilen. Ich glaube, die spawnen drüben. Nein, als ob da... Nein! Nein, als ob du genau geguckt hast. Mit der GKS? Mit der GKS macht der Gegner Stress. Kein Freestyle. Dieser Firebreak. Ah, Leute, da seht ihr, guck mal, das ist jetzt gegen eine fucking Burstwaffe. Wenn die zu zweit sind, ist es verdammt schwierig. So, hier kommt einer. Zwei sogar. Okay, one, can he take two? Can he take two? No, the ammunition is empty in the fucking strife, mate. Scorpion and he takes down, and he takes down two guys. Nein. Ja, wenn ich das überlebe, ne? Warte mal. Nein! Nein! Mann, es war genau, dass eine Kugel gefehlt hat, Mann. Ruben, er war einmal auf einmal da, Alter. Ja, komm, nimm. Oh, oh. Guck mal, Leute, jetzt ist die Munition da. Jetzt muss ich schon andersrum laufen. Das ist auch ein nice Schild auf jeden Fall hier vom Teammate aufgestellt. Hä? Der Firebreak holt mich. Ja, ich hab ihn. Oh mein Gott. What the hell is going on? I survive. Ich kann mich nicht heilen, Alter. Mann, wie lange brennt man denn? Oh mein Gott, ich hab ihn wirklich geholt, Leute. Das war schon krass. Ich mein's ernst. Das habe ich gerade schon krass gemacht. Er hat sich auch die Pistole jetzt aufgehoben. Er kann es auch nicht mehr ertragen, Digga. Yes. Oh, wie du angezündet. Oh, Digga, oh mein Gott, das ist einfach unnormal, Digga. Er will nicht abrennen und ich. Also wir haben zwei, wir machen Teamwork. Und noch einer. Nice. Oh mein Gott, aber man kann damit schon hart abgehen, ne? Aber ich hab. Charlie ist halt Damage nicht so on point. Jetzt ist er auch der schlechteste Spieler der Welt hier, damit der eine weiß, wo ihn, der gefällt mir. Oh, warte, wenn ich das. Als ob ich den hole. Niemals hole ich den, aber. Schade. Teammate hat es dann für mich erledigt. Ich meine, klar kriegt man die 100 Punkte und die Ekia, aber es ist nicht dasselbe, Freunde, das wissen wir auch ganz genau. The kill is missing, mate. Guck mal, Leute, wie die weggemacht werden. Wie Insekten mit einer Fliegenklatsche, mit einer elektrischen Fliegenklatsche, falls man eine benutzt hat. Ey, Leute, ich habe früher diese Langbeine, bei uns heißen die Langbeine, ich weiß nicht, wie die bei euch heißen, mit der elektrischen Fliegenklatsche geroastet und dann sind die einfach respawned nach einer halben Stunde. Die waren eine halbe Stunde tot auf meinem Tisch und dann ist die auf einmal wieder auferstanden. Ich schwör's dir, Digga. Ich hab einmal eine Fliege mit der Hand so weggemacht, ne? Die lag auf dem Boden. Ich hab gesehen, wie sie wieder auferstanden ist, Digga. Ja, ja, das machen die auch, Digga. Wirklich. Die sind so zähe Viecher, die Insekten. Du musst schon wirklich radikal vorgehen. Also Leute, das war krass, Mann. 23-7, 3,2er-Quote mit der Pistole. Ach du heilige Scheiße. So Leute, ich packe mir jetzt Long Barrel und oh, Quick Draw könnte natürlich auch lecker sein. Hier schon die Kommentare. Jetzt laufen wegen dir wieder alle damit rum. Peinlich, Alter, mit der Pistole. Alle lassen jetzt hier die Primärwaffe weg. So Freunde, jetzt haben wir Aufsätze und zwar Quick Draw. Gucken wir mal den Unterschied. Boah, das ist schon geil. Aber ich weiß nicht, ob es jetzt viel schneller ist. Aber Long Barrel könnte auch was ändern. Aber ich meine, besser als die letzten zwei Runden wird wahrscheinlich eh nicht. Also die letzte Runde speziell war ja wirklich... Also das war ja wirklich geisteskrank. Da haben wir nämlich schon den ersten zwei Kandidaten. Ja, das ist gerade schwierig, Leute. Ihr seht, Magazinerweiterung ist schon big. Ah, Mann, Alter, wie der gesprungen ist. Ich hätte ihn kriegen können. Mit jeder Waffe hätte ich ihn bekommen. Also das war natürlich so eine ganz klassische Schwachstelle von so einer Waffe hier. Ja. Aber die Waffe ist schon irgendwie, weiß nicht. Ich glaube, damit Headshots zu machen wird gar nicht so einfach. Okay, ich bin hinter denen. Okay, wie machen wir das jetzt am schlauesten? Komm, wir rennen dahinter. Okay.
Mein Gott, ich hab das so schlau gemacht, Digga. Nein! Ah, der Team tryhardet so um seine Familienehre. Ich war hinter 4 Gegnern, hab 2 so ganz stealth, so geneigt von hinten. Ah, belastend. Okay, Leute, das wird jetzt eine ganz andere Runde. Jetzt werden wir mal zum Glück auch einmal die Schwachstellen der Waffe sehen, weil das gegen gute Gegner mit automatischen Waffen ist natürlich immer noch eine Pistole, ne, Freunde? Du bist anders. Der wird mir so entgegenkommen, aber da kann er halt nichts machen. Der wollte mir einen Tarnung geben, alles klar. So, Freunde. Jetzt geht's los hier. 200 Leben. Nice. Okay, ich muss mich jetzt umdrehen. Oh mein Gott, let's go. Ey, Digga, es kann nicht wahr sein, Mann. Manche Leute, die sweaten so krank. Krieg wäre, Alter. Ohne Konterdrohne sind raus. Ja, 2,5er KD halte ich trotzdem, wie auch immer. Ich selber auch nicht ganz schlüssig, wie. Leute, Arsenal ist die schlechteste Map, ohne Scheiß. Man muss hier 10 Kilometer im Kreis laufen. Ja, du gehörst mir, mein Freund. Wenn er mir Turn gibt, habe ich auch mit YouTube. Ich höre sofort auf. Ja, er macht Heatwave und holt mich tatsächlich, Digga. Hab ihn, Digga. Okay, komm jetzt hier direkt. Er hat so an mir vorbeigesessen. Komm, den holen wir uns jetzt. Oder ein Pistolen klar. Ah, fuck, da war noch einer, da links. Ja, also keine Muni, Digga, man braucht auf jeden Fall Magazinerweiterung. Okay, Leute, ich würde sagen, dann machen wir jetzt schon mal hier mit der Abmoderation, weil die Runde verlieren wir ganz krass, Digga, mit halben Punkten. Also ihr seht schon, Leute, die Waffe hat Vor-, aber auch krasse Nachteile. Ich würde sagen, sie ist im Nahkampf und so wie in den ersten beiden Runden gesehen hat, auf jeden Fall stark. Checkt auf jeden Fall Snakes Kanal ab. Links ganz oben in der Videobeschreibung, abonniert mich, falls ihr es noch nicht getan habt. Glocke aktivieren, alles aktivieren, Freunde, ihr kennt das. Vielleicht kriegen wir noch einen Kill zum Abschluss. Ist es die Entscheidung, willst du einen Kill oder willst du einen Tod? Oh nein, Digga. Oh! Oh Mann. Es ist ein Tod. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.